zuletzt also Pegida. Die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Tja, was war oder was ist denn weiterhin jene Dresdner Pegida-Bewegung, die so großen Zulauf, auch so viele Ableger bis in andere Länder gefunden hat? Wird vielleicht in dieser Pegida-Bewegung etwas sichtbar, was den Dresdner Fall übersteigt? Vielleicht ein allgemeines Problem von Städten in einer globalen Migrationsgesellschaft sein mag. Ich lade alle dringend ein, das, was ich über den Dresdner Fall sage, gleich auf seine Verallgemeinerbarkeit hin zu überprüfen und dafür durchaus kühn zu sein in den eigenen Überlegungen. Ausgelöst wurden die seit dem 20. Oktober 2014 stattfindenden Abendspaziergänge, so heißt es nämlich, durch die Dresdner Innenstadt, recht zufällig. Mit dem Import nahöstlicher bzw. innerislamischer Konflikte, wie es den späteren Organisatoren von Pegida erscheinen wollte, mit einem solchen Konfliktimport wollten sich die Mitglieder einer Facebook-Gruppe nicht abfinden. Die in den Monaten vorher fühlbar gewachsene Anzahl von in Deutschland aufzunehmenden Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern, immer häufiger aus islamischen Kulturkreisen stammen, das motivierte erst recht, vom virtuellen Raum sozialer Netzwerke in den realen Raum der Dresdner Innenstadt überzuwechseln. Aus dem ersten Spaziergang mit ungefähr 350 Teilnehmern wurde eine periodische Demonstration, die immer mehr Leute anzog und mit wohl 25.000 Teilnehmern im Januar dieses Jahres ihren Höhepunkt erreichte. Und ganz gegen breites Erwarten mobilisiert Pegida auch nach der Spaltung seiner Organisatorengruppe weiterhin Tausende, am letzten Montag ungefähr 5.000, wahrscheinlich sogar etwas mehr. Und obendrein fanden die Dresdner Pegida-Demonstrationen Nachahmer in etlichen anderen Städten und insbesondere eine nachgerade hypeartige Medienaufmerksamkeit. Warum ist es dazu gekommen? Einesteils sind da objektive Probleme unseres Landes. Dieses muss aufgrund seiner Bevölkerungsentwicklung eine Einwanderungsgesellschaft sein. Unser Land verfolgt aber keine klare Einwanderungspolitik. Und das erzeugt einige Anschlussprobleme. Andernteils zeigen Pegidas immer wieder um das Einwanderungs- und Integrationsthema herum erhobenen Forderungen, und die reichen von der Einführung von Volksabstimmungen im Bund bis hin zu einer russlandfreundlichen Außenpolitik, es zeigen also diese ums Einwanderungsthema herum erhobenen Forderungen immer wieder, dass die im Namen patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes angezeigten Anliegen eher den Anlass als die tiefsten Ursachen dieser mobilisierungskräftigen Demonstrationen ausdrücken. Und tatsächlich scheint das Asyl- und Integrationsthema, das Asyl- und Islam-Thema, nur eine Art Brandbeschleuniger zu sein für einen seit 1989 schwelenden innerdeutschen Kulturkonflikt. Im Grunde bestätigt jedoch jene Xenophobie samt Islamfeindschaft, die so vielen das Kernmotiv von Pegida zu sein schien und weiterhin zu sein scheint, bestätigte also diese Xenophobie samt Islamfeindschaft viele Vorurteile, die man gemeinhin über die neuen Bundesländer hegt. Die Werte der Demokratie sind dort nicht verwurzelt, ein großer Teil der Bevölkerung hat extreme und rassistische Einstellungen, die Leute sind undankbar, ungebildet und grob. Immer noch in einem Tal der ahnungslosen Lebens beklagen sie sich über Islamisierung in einem Landesteil fast ohne Muslime, nennen sie Politiker Volksverräter, die ihnen doch so schöne Straßen und so gute Städte beschert haben, und beschimpfen sie Medien als Lügenpresse, die ihnen doch nur aufklärerisch zeigen wollen, wer sie wirklich sind. Nämlich dumme Ossis, die nicht zur offenen, modernen Gesellschaft Westdeutschlands passen und weltweit unser Land in Verruf bringen. Nicht das Volk wären sie, sondern eine Schande für Deutschland.
Und tatsächlich versammelten sich aber bei den Dresdner Pegida-Demonstrationen, beurteilt nach Einkommen und Ausbildung, Leute aus der Mitte der Gesellschaft, überwiegend mittleren Lebensalters, fast 80% Männer, osttypisch zu drei Vierteln konfessionslos. Von den etablierten Parteien sind die Demonstranten ziemlich maßlos enttäuscht. Sie stufen sich politisch meist von der rechten Mitte, also nicht von der Mitte, sondern von der rechten Mitte bis zum rechten Rand ein. Rechtsradikale sind unter ihnen, prägten aber nicht länger das Bild, als Tausende, ja einst über 20.000 auf die Straße gingen. Und so zusammengesetzt fühlte sich die Mehrzahl der Dresdner Demonstranten von den Medien, von den meisten Kommentatoren und erst recht von ihren Gegnern missverstanden. Die ihnen zugeschriebene allgemeine Ausländerfeindlichkeit weisen sie zurück. Aber Asylbewerber ohne Chance auf Anerkennung, aber mit faktischem Verbleib in Deutschland, von ihnen Wirtschaftsflüchtlinge genannt, die mögen sie wirklich nicht. Und den Islam können sie sich so gut wie gar nicht in einer zu Deutschland passenden Form vorstellen. Zwar scheinen nicht wenige Demonstrationen sich zwischen rechtspopulistischen Organisatoren und rechtsnationalen, xenophoben, islamfürchtigen Mitdemonstranten wie in einen Schraubstock zu führen. Und trotzdem kommen sie Montag für Montag zu Tausenden zu weiteren Abendspaziergängen. Eines der Motive dafür kann man nennen trotzige Solidarität. Ein weiteres Motiv ist das Verlangen nach jenem Gemeinschaftserlebnis, das Rechte in Deutschland erst wieder auf den Dresdner Pegida-Demonstrationen genießen können und das sich im Ruf "Wir sind das Volk" immer wieder verdichtet. Solche Selbstbestätigung stärkt dann auch den Glauben vieler Demonstranten, als Masse sowie auf der Straße würde man endlich für politische Positionen Gehör finden, welche sonst durch die Filter politischer Korrektheit vom öffentlichen Diskurs ferngehalten werden. Und insofern hat gerade die schroffe Ablehnung und Ausgrenzung, auf die Pegida seitens von Massenmedien, Politikern und Gegendemonstranten traf, hat also genau diese Ablehnung und Ausgrenzung eher zum Wachstum als zur Schwächung des Pegida-Phänomens beigetragen. Und das erschließt nun auch, warum gerade Dresden zum Brennpunkt eines um Pegida herum ausgetragenen Kulturkonflikts werden konnte. Erstens hat diese Stadt bei der Rückeroberung des Gedenkens an ihre Zerstörung aus der Besetzung durch Rechtsextremisten ein besonders sensitives Anti-Rechts-Netzwerk entwickelt. Und natürlich sprang dieses auf Pegida sofort an, attackierte aber diesmal statt bloßer Neonazis auch mehr und mehr normale Leute, und erzeugte so als Gegenreaktion weiteren Zulauf. Zweitens brauchte es schon eine Großstadt, damit aus den zufälligen Anfängen Pegidas ein Massenphänomen werden konnte. Und weil drittens Sorge um die Zukunft unserer Einwanderungsgesellschaft hierzulande als eine Zwangsvorstellung von Konservativen gilt, konnte nur in einer Stadt mit konservativer Grundstimmung die Verbindung von Asyl- und Islamisierungsthematik überhaupt eine so große Wirkung entfalten. Außer Dresden wird man in Ostdeutschland nun aber keine eher konservative Großstadt finden. Deshalb zündete Pegida auch nur in Dresden so richtig, nicht aber in Leipzig und schon gar nicht im Westen. Was sind denn die speziell ostdeutschen Tiefenschichten des Pegida-Phänomens? Davon sind mindestens vier zu betrachten. Zum einen sind da politische Ohnmachtsempfindungen. Viele Bürger meinen, keinen Einfluss auf politische Entscheidungen zu haben oder gar Grundlegendes durch Wahlen ändern zu können. Und eben deshalb ist es populär, nun auch Volksabstimmungen zu fordern. Außerdem weckt die Erinnerung an das politische Hochfest der Revolution von 1989 illusorische Hoffnungen auf ähnliche Wirkungen von heutigen Demonstrationen. Für das Verstehen des Pegida-Phänomens reicht es aber keineswegs aus,
Solche Gleichsetzung der Umstände heutiger Demokratie mit denen der früheren Diktatur wie ein Paradox zu behandeln. Vielmehr muss man nachwirkenden DDR-Prägungen bedenken, zumal die DDR-typische Trennung von Privatem und Öffentlichem. Als Demokratie empfand man dabei im Wesentlichen, dass die Regierenden etwas unternahmen, was einem selbst passte. Es ist genau das, was bis heute nachwirkt. Der Staat müsste doch. So beginnen in Ost wie West viele Vorwürfe an Politiker. Im Denk- und Verhaltensmuster von Pegida-Anhängern zeigt sich das so. Wir Bürger haben ein Problem, nämlich mit der drohenden Überfremdung unseres Landes. Ihr Politiker seid an diesem Problem schuld. Ihr ignoriert es aber oder geht es jedenfalls nicht an. Und dagegen demonstrieren wir jetzt auf der Straße. Im Grunde verlangt Pegida von der Politik ein sich kümmern um solche Probleme, die man selbst als bedrohlich empfindet, die man aber von der politischen Klasse als wegdiskutiert oder kleingeredet fühlt. Und eine solche Kluft zwischen eigenen Wünschen, Interessen auf der einen Seite und Politikerreaktionen auf der anderen Seite, die erachtet man als undemokratisch. Die politische Klasse wiederum, tja, sie verweist auf parlamentarische Mehrheiten, sowie auf jene frei getroffenen Wahlentscheidungen, die zu solchen Mehrheiten führten. Gut gebrüllt, ihr Löwen. Nicht gerne aber mögen Politiker öffentlich in Erwägung ziehen, dass ihr eigenes Politik- und Personalangebot womöglich an den Wünschen vieler Wähler vorbeizieht, was diese entweder in die Wahlenthaltung oder zum Votieren für Protestparteien führt. Für beide Reaktionen werden jene Bürger, die den etablierten Parteien gekündigt haben, dann von denselben Politikern kritisiert, die solche Reaktionen überhaupt erst hervorgerufen haben. Und so entsteht eine wechselseitig verursachte Entfremdungs- und Empörungsspirale. Und genau in diese Stimmungslage hinein wirkt nun die Erinnerung an die friedliche Revolution. Damals gelang es, die Politiker zur Kenntnisnahme nicht nur ihrer eigenen, sondern auch der im Volk empfundenen Interessen zu zwingen. Und genau so möge es wieder sein. Genau das ist die Hoffnung hinter dem Ruf, wir sind das Volk. In der tiefen Schicht des Pegida-Phänomens findet sich zweitens vielerlei Angst vor jenen Veränderungen, die unweigerlich auf unsere Einwanderungsgesellschaft zukommen. Diese Veränderungen werden empfunden als ein drohender Verlust von Beheimatung im eigenen Land. Dieses Gefühl, oft vorschnell als Rassismus etikettiert, dieses Gefühl ist in Ostdeutschland besonders stark. Einesteils ist dort, nach einem über 20-jährigen Transformationsprozess, die Gesellschaft gerade erst wieder zur Ruhe gekommen. Und das löst mich gerade Vorfreude aus, wenn jetzt ein weiterer Veränderungsschub in Aussicht gestellt wird. Und andernteils wirkt manches nun anstehend auf viele Ostdeutsche jetzt wie ein Déjà-vu. Nur, dass man den gesellschaftlichen Wandel diesmal nicht selbst durch freie Wahlen herbeigeführt hat, wie 1989, sondern diesen Wandel wie von westdeutschen Elitegruppen über sich verhängt empfindet. Und hinzu kommt, dass die Ostdeutschen den alltäglichen Umgang mit Fremden zu DDR-Zeiten nicht einüben konnten. Tatsächlich bedeutete das Ende der DDR für deren Bürger einen wirklichen Heimatverlust. Und zur prägenden Erfahrung wurde obendrein, dass man seine Heimat verlor, ohne sie je zu verlassen. Es reichte, dass sich die Umwelt weit über eigene Anpassungswünsche hinaus veränderte und man sich angesichts dessen machtlos vorkam. Und das Gleiche befürchten nun viele Pegida-Anhänger als Folge passiv hingenommener Einwanderung, zumal aus muslimischen Kulturkreisen. Als deren Konsequenz sehen sie eine,
Islamisierung genannte Veränderung bislang selbstverständlicher und gerne aufrechterhaltener Kulturmuster voraus. Und eben diese Veränderung möchten sie von der Politik schon vorsorglich abgewendet wissen. Dass auf derlei Ängste kaum anders reagiert wurde, als mit Spott über Ausländer und Islamfurcht dort, wo es kaum Ausländer und Muslime gäbe, das erzeugte viele Kränkungen. Sie wurden nur von jenen Verletzungen übertroffen, welche die Etikettierung von solchen Zukunftssorgen als Rassismus bewirkte. Demonstrantenrufe wie Lügenpresse oder Volksverräter sind im Grunde nur hilflose Reaktionen auf solche Kränkungen. Drittens äußert sich in Pegidas Islamfeindlichkeit vor allem ein, wie Habermas das einst nannte, ein religiöser Musikalitätsmangel. In der DDR schwand Religiosität, Religion wurde zu einem allenfalls von außen her erkannten, doch nicht länger von innen her verstandenen Gefühl oder Sachverhalt. Wer aber selbst keine ihn bereichernden religiösen Erfahrungen hat, der nimmt Religion leicht überhaupt für eine Feindin von Vernunft und Modernität. Breitet sich dann Religion neu aus oder tut das gar eine neue Religion, so erlebt man derlei wie einen soziokulturellen, einen gesellschaftlichen und vor allem einen politischen Rückschritt. Und dann kann es wie eine Bürgerpflicht wirken, sich gegen einen solchen Rückschritt zu wehren. Und genau das ist tatsächlich der zentrale Deutungsschlüssel zum Verständnis der Islamfeindlichkeit von Pegida. Durchaus nährt diese sich nicht aus einer besonderen Zuneigung zur jüdisch-christlichen Abendlandkultur. Was als Islamfeindlichkeit aufscheint, ist vielmehr Religionsverachtung schlechthin. Sie trifft das Christentum nur deshalb nicht, weil es in Ostdeutschland ohnehin keine fühlbaren gesellschaftsprägenden Gestaltungsansprüche mehr erhebt. Anders der Islam. Jener Islam, der es in den Medien schafft, ist in der Regel hässlich und abschreckend wie Boko Haram oder der Islamische Staat. Und verständlicherweise wünscht sich das kaum jemand für Deutschland. Hingegen ist der Islam vieler muslimischer Einwanderer für diese eine Art transportable Heimat. Und diese transportable Heimat wird umso wichtiger, je ferner man der ursprünglichen Heimat lebt. Solche Religion wird dann auch ernst genommen und will ebenfalls von anderen ernst genommen werden. Und deshalb hat der Islam für viele Migranten einen sehr anderen, nämlich einen sehr viel wichtigeren Sitz im Leben, als ihn bei den meisten Deutschen das Christentum hat. Wer nun religiös unmusikalisch ist, wie das aufgrund ihrer biografischen Prägungen die allermeisten Ostdeutschen sind, der versteht dann eben auch nichts von der inneren Anziehungskraft des Islam, von seinen seelischen Tröstungen gerade für Menschen, die fortan in einer anders geprägten Kultur leben. Und leicht nimmt ein solcher religiös unmusikalischer dann die im oberflächlich bekannten, durchaus auch schrecklichen Ausprägungen des Islam für dessen Ganzes und unterschätzt dessen Wandlungsmöglichkeiten unter den prägenden Bedingungen unserer westlichen Kultur. Das alles zeigt, dass gegen die Islamisierung des Abendlandes aufzustehen sehr wohl ein wichtiges Motiv der Pegida-Anhänger ist. Doch zugleich wird klar, wie unzureichend dessen Erfassung mit einem Begriff wie Islamfeindlichkeit gelingt. Im Wesentlichen geht es um die misslingende Begegnung einer areligiösen Gesellschaft mit einer noch nicht mumifizierten, sondern im Alltag fühlbare Gestaltungsansprüche erhebenden Religion. Viertens speist sich das Pegida-Phänomen aus Neid und der verschärften Konkurrenzbedingungen. Solcher Neid wuchs im Osten parallel zur Entwicklung der egalitären DDR-Gesellschaft hin zur auf Konkurrenz gebauten westlichen Gesellschaft. Im Westen übrigens findet solcher Neid sein Gegenstück in der sozialen Spreizung unseres Landes zwischen kapitalistischen Globalisierungsgewinnern und solchen Arbeitnehmern, die auch durch Einwanderung billiger Arbeitskräfte zur Reallohnstagnation gezwungen wurden. Und außerdem treten nun immer mehr Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge,
als eine weitere Gruppe von Anspruchsträgern ins Ringen um mehr Gerechtigkeit und um sozialen Ausgleich. Diese Konkurrenzlage wird nun einesteils verschärft durch rechtliche und ethische Überzeugungen dahingehend, dass Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge im Wesentlichen gemäß minimalen deutschen Sozialstandards zu behandeln sind. Und andernteils fällt der jetzige Anstieg der Zuwanderung in eine Zeit, da es zur erwarteten Staatspraxis geworden ist, dass die Haushalte von Bund und Ländern ausgeglichen zu sein haben. Also wird die Finanzierung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen zum innerstaatlichen Nullsummenspiel. Was für Einwanderer ausgegeben wird, steht für andere Zwecke nicht zur Verfügung. Und eben das nährt vielerlei Leid derer, die zum Steueraufkommen beitragen. Zum Pegida-Phänomen gehört somit auch eine neue Spannungslinie in unserer Gesellschaft. Zur Spannung zwischen oben und unten kommt jetzt jene Spannung ganz unten hinzu, nämlich die zwischen den kleinen Leuten hierzulande sowie den, wie sie auf Hartz IV-Niveau gestellten Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen und Arbeits- und Armutsmigranten. Existenzielle Bedrohungsgefühle sind es, die auf diese Weise geweckt werden, und mancher Kitt, der die Pegida-Demonstranten verbindet, ist somit ein diffuses Gefühl des zu kurz gekommen Seins. Sei es aufgrund der Wiedervereinigung, sei es aufgrund der entstehenden Einwanderungsgesellschaft. Was tun? Blickt man von diesen soziokulturellen Tiefenschichten her auf Pegida, so drängt sich die Vermutung auf, dass es sich dabei um ein in Ostdeutschland zwar besonders ausgeprägtes, doch auch die neuen Bundesländer durchaus nicht begrenztes Phänomen handelt. Es scheint eher so zu sein, dass der Osten, und zwar aufgrund seiner besonders fragilen Umstände, dass der Osten einmal mehr als jene Avantgarde fungiert, die frühzeitig erkennen lässt, was bei Fortgang der laufenden Veränderungsprozesse wohl auch auf den Westen zukommen wird. Das eine sind jene realen Herausforderungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das andere ist der politisch-kulturelle Umgang mit jenen Diskursen, in denen solche Herausforderungen politisch wirksam thematisiert, perspektiviert und in legitimierbare Handlungsoptionen umgesetzt werden. Und diesbezüglich erkennen wir, dass viele sinnstiftende Großerzählungen unseres Landes unter Druck geraten sind. Etwa jene Großerzählung vom vorteilhaften Wandel einer homogenen Volksgemeinschaft hin zu einer multikulturellen Gesellschaft. Bei der Frage, welche Großerzählung weiterhin als selbstverständlich gelten darf, welche andere aber als gleichsam heretisch, und das klingt dann nach Scheiterhaufen, welche andere Großerzählung aber als gleichsam heretisch behandelt und ausgegrenzt werden muss, geht es letztlich um kulturelle Hegemonie. Und geht es darum, wer solche Hegemonie besitzt, beziehungsweise gegen wen verteidigt. Und nun steht eben das Pegida-Phänomen quer zu wichtigen bundesrepublikanischen Narrationen, etwa zu jenen von der liberalen und rundum diskursoffenen, niemanden ausgrenzenden pluralistischen Demokratie, von den Vorzügen und Segnungen einer multikulturellen Gesellschaft, vom wunderbar partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Religion und Staat, vom Wohlfahrtsstaat, der für sämtliche unverbrüchlich und auf Dauer soziale Gerechtigkeit in Aussicht stellt. Eben weil mit diesen etablierten Narrationen unseres Landes nicht so recht zu fassen war und auch nicht zu fassen ist, löste das Pegida-Phänomen derart heftige und den konkreten Anlass unglaublich weit übersteigende Abwehrreaktionen aus. Und eben diese auf Unverständnis, auf falschen Annahmen beruhenden Abwehrreaktionen, sie ermöglichten es wirklich nicht, mit Pegida zunächst diagnostisch und dann gleichsam therapeutisch zurechtzukommen. Denn kaum waren mit dem recht einstimmig von Politik und Medien vorgetragenen Hinweis auf unsere angeblich ganz alternativlose
Politik hinsichtlich von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen. Der konkrete Anlass der begliederten Proteste aus dem Bereich akzeptabler Diskurse ausgegrenzt. War also klar, das, was die Pegida-Leute bewegt, darüber darf ein anständiger Mensch nicht reden, zumindest nicht so. Kaum war das klargestellt, tauchten gleich weitere Infragestellungen bisheriger bundesdeutscher Deutungsselbstverständlichkeiten auf. Beim Verhältnis von repräsentativer zu plebiszitärer Demokratie, beim Spannungsfeld von europäischer Einigung und demokratisch beeinflussbarer Nationalstaatspolitik sowie beim Interessenkonflikt zwischen westlicher Bündnispolitik und einer appeasementartigen Haltung gegenüber Russland. Allein im Deutungsschema von Ausländerhass und Islamfeindlichkeit ist das alles nicht zu verstehen, nicht zu erklären, nicht gemeinwohldienlich handzuhaben. Weil aber gerade das versucht wurde, gelang es allenfalls Pegida durch übermächtige Gegendemonstrationen wie im Westen oder durch Hochtreiben polizeilicher Transaktionskosten, wie in Leipzig, von den öffentlichen Plätzen zu verscheuchen. Aber verschwinden wird durch derlei Maßnahmen ganz gewiss nicht, was da im Pegida-Phänomen sichtbar geworden ist. Zu arbeiten wäre also an der Bewältigung jener realen Herausforderungen, die Pegida ja nicht geschaffen, sondern lediglich vor unser aller Augen geführt hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.